Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unreal 2. Das da scheint so einigermaßen diese Ausgrabungsstätte zu sein. Ich komme da, glaube ich, aber tatsächlich nicht hoch, oder? Dringen Sie in die Forschungseinrichtung ein. Okay. Ne, ich glaube, hier geht es tatsächlich erstmal nicht weiter. Dann schauen wir doch in der anderen Richtung nochmal weiter. Das sah mir da auch relativ abgeschlossen aus. Also irgendwie wirklich viel mit vorankommen war da ja nix. Ja, Ktura. Quark du mal vor dich hin. Ah, da müssen wir den Sniper machen. Sehr schön. Und da können wir vielleicht rein. Sieh mal einer an. Ab durch die Kanalisation. Hallo. Kommt von der Kanalwartung. Das ist aber nett. Okay, wir waren angekommen. Zugang verweigert. Noch. Dann gehen wir vielleicht erstmal hier durch. Schauen, wo das so hinführt. Dieses Teil dient nicht der Lokomotion. Das ist doch eindeutig ein Energiekonverter. Was weißt du schon? Ich untersuche es seit Tagen. Es dient dazu, der Schwerkraft entgegenzuwirken. Schau, passt genau mit den Modulen 4 und 6 zusammen. Es dient zur Kraftkopplung, nicht zur Limitation. Du kannst doch gar nicht wissen, ob die Module 4 und 6 überhaupt zusammengehören. Doch, ich kann es nur nicht beweisen. Noch genug diskutiert. Geh zurück an die Arbeit. Okay. So, Vorteil vom Higher Ground. Ich mache eure Arbeit kaputt. Dankeschön. Na? Da jetzt noch? Ja, das ist einfach das Tor, wo wir sonst herkamen. Alles klar. Da raucht es ein wenig. Okay, ich komme also einfach nicht durch diese Türen durch. Dann muss ich... Achso. Auf der anderen Seite runterspringen. Hier komme ich tatsächlich nur noch wieder hoch. Ja, das sieht mir nach Jump and Run aus. Aber ging ja dann doch noch ganz gut. Oh, hallo geschützt. Okay, entweder drei Raketen oder vier von denen geschossen. Muss ja auch gut zu wissen. Oh, hi. Auf. Womit spielst du jetzt schon wieder? Bin nicht sicher. Aber ich weiß jetzt vielleicht, wie sich ein Mister als ob du schon etwas zum Laufen gebracht hättest. Nein, ehrlich, schau mal. Ich finde das gerade ganz cool, dass wir uns hier so ein bisschen anschleichen können. Auch zum Glück immer nur eine Wache in dem Raum. Die können wir dann gemütlich wegballern.
So, das wäre der Raum, wo ich eigentlich hätte herkommen können. Ja, sind wir da hin. Cool. Was bringen die Dinger? Ah, Drohnen. Cool. Habt ihr Spaß? Scheinbar. Oder kam ich von hier? Das sieht noch relativ unberührt aus. So, ich muss sagen, hier geht's echt gut gerade. Ja, die sind alle zu, oder? Zugang verweigert. Schade. Zugang verweigert. Und ich sehe auch keine Abkürzung, die wir nehmen könnten. Um dann hier, oder quasi einen Umweg, um dann hier weiterzukommen. Okay, dann bleibt das jetzt erstmal weg. Da kam ich ja her. Dann schaue ich doch mal hier runter. Au. Wer hat dich gesehen? Ah. Du. Bewegung! So. Unten rennen, glaube ich, noch ein paar rum. So wie das aussieht. Gibt es hier mehr Flaschen zum Explodieren lassen? Ja, hier drüben stirbst du jetzt gleich. Hast ja schon mal schön angesagt. Allerdings kriege ich ja wieder ein bisschen mehr Raketenmunition. Die erweist sich doch hier meist als ziemlich nützlich. So, da geht es dann wohl weiter. Oh ne, geht's nochmal hoch. Okay. Scheint auch nur gerade den Typen auszuschalten. Ah, hier bin ich jetzt. Hm. Gut, theoretisch komme ich auch hier wieder hoch, oder? Ich dachte, du kannst dich da hochziehen. Hm. Scheinbar nicht. Hier geht's komischerweise. Hm. Moment. So, da wären wir wieder. Da haben wir noch ein bisschen was an Munition und Zeug. Kann ich denn hier noch irgendwas richten jetzt? Da komme ich ja wahrscheinlich auch nicht rein. Hm. Von da kam ich. Kann ich hier drin irgendwo... Ach, hier ist glaube ich noch eine Leiter, oder? Ja. Habe ich die Leiter übersehen beim letzten Mal? Ah ja, und dann geht's hier weiter. Schön. Ich habe die Waffe an ein Kühlsystem angeschlossen, damit sie nicht wieder überhitzt. Bitte alle zurücktreten. Damit wirken unsere Truppen unschlagbar. Ruhe. Ich fahre sie hoch. Gehen Sie vom Ziel weg, Hansen. Los geht's. Schützt eure Augen. Ja, funktioniert. Haben wir im Sack. Na dann. Oh, ich dachte gerade, ich habe keine Muni mehr. Ist ja ein bisschen was von Half-Life. Gerade überlegen, ja, Half-Life kam vorher. Hey, danke. Schrotflinte. Möcht ihr da vielleicht mal reingehen? So, dann öffnen wir doch mal. Da
auch bitte. Und da erst. Weltmasse außer planetarische Mission. Vor allem diese Weicheier von Wissenschaftlern zu bieten. Keinerlei Action. Ja, echt. So ein Stress. So, genug Action. Dann ist hier gut. Ah, geschützt. Ich glaube, die Kombination eine Rakete plus eine Sekundärfeuer vom Dings ist gar nicht mal so schlecht. Also ein Sekundärfeuer von dem Maschinengewehr. Da sind die halt nach zwei Schüssen schon weg, habe ich so den Eindruck. Und gibt halt noch eine Menge Raketenzeug. Sehr gut. Jawohl, ist er. Was halt die eigentlich aus wieder? Hm, Brandgranaten. Könnte ich vielleicht auch mal nochmal nutzen. Aber hey, da haben wir echt wieder eine ganze Menge Raketenwerfer-Zeug. Das gefällt mir doch. Guten Tag. Leben, Leben, Leben. Hier haben sie, glaube ich, nichts versteckt gerade. Dann mal ab zum nächsten Level. Oder zum nächsten Abschnitt. So, schauen wir mal, was es hier noch Schönes gibt. Das sieht auch sehr einladend aus. Okay, hier gibt es eine ganze Menge Zeug. Zum Einsammeln. Einsatzrauchgranaten. Da würde es auch nochmal nach unten gehen. Ah, da. So, einmal Ruhe bitte. Ich glaube, wir müssen aber auch erstmal nach unten und das dann wahrscheinlich öffnen. So wie das aussieht. Ah, toll. Geschütze. So, dann teste ich das mal gerade. Wo war das MG? Da war das MG. Okay, wahrscheinlich muss ich näher dran stehen. Damit das funktioniert. Danke für die Schrotflinte und das ganze andere Zeug, was hier unten rumliegt. Komm, da sind wir mal wieder einigermaßen gut ausgerüstet hier. MP. Sehr schön. Die Frage ist, wo geht's hier hin? Hier kommen wir ja erstmal nicht weiter, so wie es aussieht. So, komme ich da eigentlich hoch?
Ups. Falsche Taste. Mal ehrlich gesagt, so wirklich viel weiter bringt mir das hier, hier nicht so wirklich, ne? Da gäbe es noch was zum Aufladen. Was bist du denn? Nur ein roter Knopf. Dass ich hier rumtauchen muss, scheint ja auch nicht so der Fall zu sein. Okay, hier piepst gerade irgendwas. Kann ich da vielleicht was ausschalten? Wäre jetzt mal so mein erster Gedanke. Komm. Ach, richtig windig hier gerade. Man hört das nicht in der Aufnahme. Ne. Was sage ich, meine Dings? Finden Sie das Artefakt und nehmen Sie es an sich. Ah. Wie gesagt, die Sachen sind hier nicht sehr sichtbar eingestellt. Jetzt sind wir sicher? Sind wir sicher? Hm. Ich habe ihn! Ich nicht. Deswegen gab es wahrscheinlich so viel Muni da hinten. Vielleicht sollte ich auch mal auf die Schrotflinte gehen gerade. Oh, das ist noch jemand. Moment, ich lade gerade nach. Spiel, hör doch auf, was denn... Also, beziehungsweise Windows ja auch aus dem Spiel rauszutappen. Meine Güte. Das verdammte Scheißgerüst bricht dauernd zusammen. Ich brauche mehr Bolzen. Bist du das da unten, Sal? Gib mir mal die Werkzeugkiste. Verdammt, wer sind Sie? Stehen bleiben! Warte, ich habe eine Werkzeugkiste dabei. Voller Schrot. Da, 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 da. Lass mich doch mal hier hoch. Bist du runtergefallen? Ja. Dann falle ich auch mal runter. Ja, ich weiß, wie gesagt, ich wäre jetzt noch schon dreimal tot, aber ey, ich habe echt keinen Bock mehr, das Zeug hier alles neu zu machen. So. Man sieht auch nicht so wirklich gut in diesem Spiel. Yep. Da weiter. Wird ja so einigermaßen. Ich gehe nicht zurück. Ach was, übertreib nicht. Was meinst du? Da liegen überall Leichen rum. Muss was Besonderes sein. Das Verteidigungssystem ist sicher außer Betrieb. Wer als erster drin ist, kriegt den Finderlohn. Vergiss es. Hast du Muffe? Und wie? Okay dann. Wärst fast ein Held geworden. Wärst fast ein Held geworden. Schnauze! Oh! Sanitäter! Ja, hättest du hier mal nicht mobben sollen.
Das kommt von Mobbing, man wird erschossen. Hui. Na, Mensch, Rotflinte. Oh, das sieht jetzt nicht so nett aus. Ich kann das ja wahrscheinlich auch nicht wegschießen, oder? Nee. Den hat es ein wenig zerlegt. Na, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal an, wie wir da durchkommen. Das sollte jetzt ungefähr passen von der Zeit. Ich habe die jetzt leider nicht mehr hundertprozentig im Kopf durch die ganzen Unterbrechungen. Aber wie gesagt, sollten so plus minus 20 Minuten sein. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.